Mein Name ist Christoph Klüpfel und ich bin Fotograf in Oberhaching bei München. Mit 122.600 Stunden an Kameraerfahrung habe ich mich spezialisiert auf Highspeed-Produktfotografie. Durch unsere moderne Leistungsgesellschaft, in der Zeit immer knapper wird, ist natürlich Aufmerksamkeit der Kunden deiner Kunden, also der Verbraucher, umso wichtiger und umso kostbarer. Die Endverbraucher wollen natürlich nicht ständig Werbung sehen. Aus dem Grund ist es unglaublich wichtig, dass deine Produktfotos Aufmerksamkeit generieren. Deine Produktfotos müssen deshalb in extrem kurzer Zeit Kundennutzen, Benefits und Alleinstellungsmerkmal des Produktes an deine Kunden weiterleiten. Somit können deine Kunden möglichst schnell entscheiden, ob sie ein Produkt kaufen wollen oder nicht. Aus diesem Grund muss Werbung extrem schnell und gut kommunizieren. Ein normales Produktfoto schafft das unter Umständen gar nicht, denn sie konkurrieren im digitalen Marketing weltweit miteinander. Das Problem ist, dass die meisten Produktfotos ganz okay aussehen. Nur ganz okay verkauft leider keine Produkte. Aus dem Grund haben die Kunden von Fotografen natürlich auch weniger Umsatz und kaufen weniger Werbefotos. Denn durch Umsatzrückgang müssen die Firmen natürlich auch sparen, was dazu führt, dass du als Fotograf natürlich nicht mehr mit so einem großen Budget rechnen kannst, wenn weniger Umsatz generiert wird für deine Kunden als Fotograf, du selbst natürlich auch weniger hochqualitative Aufträge bekommst und die Budgets in den einzelnen Aufträgen nicht mehr ganz so hoch sind, wie sie früher mal waren, wenn du teilweise überhaupt noch Bilder verkauft bekommst. Das Problem ist also, ein Produktfoto zu schaffen, das einzigartig ist, das den Kundennutzen und die Nische perfekt kommuniziert in extrem kurzer Zeit. Sie müssen ein Produkt schnell, zielführend, mit dem Alleinstellungsmerkmal und den Kundennutzen sofort an deinen Kunden kommunizieren. Technologische Veränderungen haben es ermöglicht, uns Highspeed-Trigger für Highspeed-Fotos zur Verfügung zu stellen, die sehr günstig und flächendeckend produziert werden können. Aus dem Grund kann jeder mit einem Highspeed-Trigger und einer normalen Kamera Highspeed-Produktfotos erstellen. Das sind Fotos, die deine Kunden wie Magneten anziehen. Diese Highspeed-Produktfotos beinhalten alles, was deine Kunden über ein Produkt wissen müssen. Sie kommunizieren klar, schnell und einfach, was deine Kunden von dem Produkt erwarten können und die deinen Kunden nutzen und Alleinstellungsmerkmal in einem einzelnen Foto kommunizieren. Nun, was ist das Problem mit Highspeed-Fotos? Probier es einfach mal selber aus. Ein Millimeter am Ziel vorbei entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Eine Millisekunde entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Genaues Arbeiten ist deswegen unerlässlich. Aus dem Grund ist mein Produkt für unzufriedene Fotografen, die mehr Umsatz mit ihren Produktfotos erzielen wollen, ein Highspeed-Fotografie-Powerkurs. Um die Highspeed-Fotografie wirklich effektiv nutzen zu können, ist mein Highspeed-Fotografie-Kurs genau das Richtige für dich. Dieser Highspeed-Fotografie-Powerkurs enthält alles, was du wissen musst, um mit deiner normalen Spiegelreflex- oder spiegellosen Kamera Highspeed-Produktfotos zu erstellen. Alles, was du für den Kurs brauchst, ist deine Kamera, ein bisschen Zeit und so einen Highspeed-Trigger. Das Beste an diesem Kurs ist, dass MyOps, also der Hersteller dieses Highspeed-Triggers, mir 20% für meine Kunden versprochen hat, wenn du den im Kurs enthaltenen Discount-Code einfügst. Du kannst somit diesen Trigger, der im Kurs verwendet wird, für 20% weniger einkaufen. Aber Vorsicht, dieser Kurs ist nicht für alle. Dieser Kurs beschäftigt sich mit extrem detaillierten und extrem genauen Arbeitsweisen. Ich nehme nur Fotografen in den Kurs, die wissen, dass Belichtungszeit, Blende und ISO miteinander zu tun haben und diese perfekt aufeinander abstimmen können. Für alle anderen Fotografen macht dieser Kurs deswegen keinen Sinn. Aus dem Grund frag dich zuerst, ob du überhaupt dafür geeignet bist. Denn wenn du am Anfang deiner fotografischen Karriere stehst, wird dieser Kurs leider keinen Mehrwert für dich bieten. Wenn du ein Fotograf bist, der das nicht kann, dann rate ich dir dazu, erstmal diese grundlegenden Sachen zu lernen und wir sehen uns dann einfach, wenn du soweit bist. Wenn du erfahren möchtest, ob das ein Kurs für dich ist und ob wir überhaupt zusammenpassen, dann schau dir mehr Details auf dieser Seite unten an. Bis dann. Ciao, ciao.